der Hüttenzauber des Wiener Eistraums. Und wer den Wiener Eistraum 2013 erleben will, der muss auf den Wiener Rathausplatz zwischen Burgtheater und zwischen dem Rathaus hierher kommen. Ich kann es nur wirklich empfehlen. Viel Spaß beim Eislaufen in Wien. I promise that we both know is a lie. But honey, baby, you don't. Einmal im Jahr, 6 Wochen lang, ist das Parkett in der Stadt besonders glatt. Ja, das ist es. Das ist in der Politik immer so, aber wenn der Rathausplatz glatt ist, dann macht es auch Spaß. Ja, erwartet es wieder unglaublich viele Gäste. Ich glaube, man kann wirklich sagen, der schönste Eislaufplatz der Welt. Also ich glaube, das können wir wirklich zu Recht sagen. Wenn man sich das Ambiente des beleuchteten Rathauses ansieht, wenn man sich die vielen begeisterten Wienerinnen und Wiener ansieht und vor allem die Stimmung am Abend hier genießen kann, aber auch am Vormittag mit den vielen Schulklassen hier, dann sieht man, der Wiener Eistraum ist was wirklich Besonderes. Du bist volljährig, der Eislaufplatz ist volljährig. Wie kommt es dazu? 18 Jahre, wir sind sehr stolz, dass man eine Veranstaltung auch über so viele Jahre immer noch weiterentwickeln kann, modernisieren kann und muss, das ist man den Besucherinnen schuldig. Und ich glaube, wir haben es heuer ganz gut wieder zusammengebracht. Wer sind denn eure Partner, ohne die es da gar nicht ginge? Also ganz lang und treu, da sind wir wirklich sehr dankbar. Natürlich Wien Energie als unser Hauptsponsor beim Wiener Eistraum, die Bank Austria, T-Mobile. Wir haben Coca-Cola heuer als Partner, die haben einen zauberhaften Eisbären auf unsere Eisfläche gestellt, ganz zauberhaft mit Fotokorner und auch viele andere. Ohne diese Partner geht es überhaupt nicht. Und wir wollen das natürlich auch gerne ein bisschen Wirtschaftspartnern immer wieder präsentieren. Nicht nur Schlittschuhlaufen ist nicht jedermanns Sache. Und so kann man jederzeit sich auch eine Eisstockbahn mieten und auch einen Firmen-Event machen und vielleicht auch Partner einladen. Wir haben Betreuer dort, die die Regeln erklären. Wir haben Eisstöcke dort. Also ich würde mich freuen, wenn wir mal vielleicht über den Eisstock den Eislaufplatz kennenlernen. Beim Eislaufen hast du dich nicht verletzt an der Hand, oder? Also ich hätte aber lieber beim Eislaufen nicht verletzt. Ich bin, weil ich so literarisch betucht bin, ja, über beim Goethe-Denkmal über eine Stufe zischzack. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine eingesprungene Sitzpirouette gemacht auf der Ringstraße, aber leider mit einem Handgelenksbruch. Aber auch das ist schon vorbei. Ich wurde wunderbar operiert. Das ist der wunderbare, einmalige, hinreißende Professor Rudolf Schabus. Aber alle kennen ihn. Der hat mich so operiert, dass die Hand jetzt besser ist als früher. Sonst wie vorgestern habe ich schon Klavier gespielt. Ganz leicht, aber immerhin. Parade-Eiskunstläufer natürlich bei dieser Eröffnung fix dabei. Ja, sicher, der doppelte Rittberger ist die Erinnerung an meine Kindheit. Ja, aber man muss auch sagen, Wien war ja einmal eine internationale Eiskunstlauf-Metropole. Olympiasieger, Weltmeister, wie im Eiskopf. Aber es ist leider schon ein bisschen her. Auch hier auf diesem Eislaufplatz Coca-Cola heuer erstmals als Wirtschaftspartner mit dabei. Warum sind Sie das? Weil das Eis und Coca-Cola und in dem Fall, wir haben ja jetzt mit Arktis eine Werbekampagne, die weltweit läuft und das passt sehr gut zusammen und da haben wir eben mit der Stadt Wien die Vereinbarung getroffen, dass wir für die nächsten paar Jahre gemeinsam eine Partnerschaft das Leben werden und ich hoffe, dass das bei der Wiener Bevölkerung auch sehr gut ankommt. Sie betreiben ja die höchste Skihütte Wiens, kann man das so sagen, mitten am Eislaufplatz. Nein, jetzt haben sie giert. Das ist meine Schwester. I need you, baby.